In dieser Lektion geht es eigentlich primär um monotone Folgen. Bevor wir aber damit anfangen, schauen wir uns noch ein Beispiel, also eine Aufgabe, passend zur vorigen Lektion und zwar zu beschränkten Folgen an. Und zwar hier Aufgabe 3, da ist eine Folge gegeben, an ist gleich 7n plus 6 durch 2n und wir sollen zeigen, dass 4 keine untere Schranke ist. Was wir einfach machen, ist da jetzt ein sogenannter Beweis durch Widerspruch. Das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, dass 4 eine untere Schranke wäre. Das heißt also, dass an immer größer gleich der Zahl 4 ist, weil dadurch diese ja untere Schranke definiert. Ja, das heißt, jedes Folgenglied muss vom Wert her mindestens so groß sein wie die untere Schranke oder eben größer. Das heißt, wenn wir das jetzt da immer mal annehmen, es wäre richtig, dann müssen wir quasi das jetzt durchrechnen und dann muss ein Widerspruch rauskommen und dadurch können wir eben zeigen, dass diese Anfangsbehauptung falsch sein muss. Also, geht ganz gleich wie immer, wir setzen für an das Folgengesetz ein, das Bildungsgesetz ein und jetzt formen wir um erster Schritt mal 2n, dann haben wir 7n plus 6 ist größer gleich 8n. Jetzt rechnen wir als nächstes minus 7n. Damit haben wir 6 ist größer gleich n oder umgekehrt gelesen, n ist kleiner gleich 6. Und das ist jetzt allerdings eine falsche Aussage, da ja unser n ein Element aus n Stern ist. So ist ja unsere Folge definiert. Wenn aber n kleiner gleich 6 wäre, dann würde das ja nicht, passt das ja nicht, ja, weil unser n ist ja größer gleich 1. Das heißt, unser n kann genauso 7, 8, 9, 10, 1000, 10.000 sein und das widerspricht eben dem Bildungsgesetz der Folge. Und damit kann eben auch diese Aussage hier oben nicht richtig sein und deswegen kann 4 eben keine untere Schranke sein. Wir haben jetzt einfach quasi aus einer Ausgangsvermutung einen Widerspruch erzeugt. Gut, damit kommen wir zum fünften Punkt und zwar monotone Folgen. Es ist gleich wie bei Funktionen, Monotonie. Ich gehe wieder zu unserem Anfangsbeispiel zurück. Diese Folge hatten wir ganz, ganz, ganz am Anfang, falls ihr euch erinnert, mit 3, 7, 11, 15, definiert durch dieses Bildungsgesetz. Wir haben es auch schon gezeichnet. Das schaut so aus. Und hier kann ich auf jeden Fall mal folgende Vermutung anstellen. Und zwar, was ich auf jeden Fall mal sehe, ist ohne Vermutung, a1 ist kleiner als a2, a2 ist kleiner als a3, a3 ist kleiner als a4, a4 ist kleiner als a5, a5 ist kleiner als a6. Und ich vermute mal, weil es hier immer plus 4 ist, dass das auch unendlich so weitergeht. Das heißt, meine Vermutung ist, dass die Folge streng monoton steigend ist. Das kennt eigentlich auch fett bitte. Ja. Also streng monoton steigend. Das ist wie bei Funktionen, das heißt einfach nichts anderes, wie dass ein Folgenglied immer das kleiner sein muss, also echt kleiner sein muss als das nächstfolgende Folgenglied. Das heißt, allgemein würde man so ausdrücken, für jedes n als Element n Stern gilt, dass das Folgenglied an echt kleiner sein muss als das direkt nachfolgende Folgenglied. Und das wäre das an plus 1. Also, wenn ich da jetzt einsetzen würde für n zum Beispiel 3, a3 ist kleiner als a3 plus 1 und 3 plus 1 ist hier a4, also a3 ist kleiner als a4. Das würde das einmal bedeuten. So, und gleich hier bei der Beschränktheit müssen wir das jetzt aber auch noch beweisen. Ist wirklich simpel, genauso wie die Beweise der Schranken. Also, wir beweisen das. Ich gehe mal davon aus, an ist kleiner gleich an plus 1. Ich mache es jetzt ein bisschen nicht so streng. Also ich sage einmal, ich beweise einfach monoton steigend. Ich könnte da eigentlich das gleich weglöschen und würde zum Schluss sehen, dass es auch wirklich funktioniert mit einem echt kleiner. Gut, für an kann ich das Folgengesetz 4n minus 1 einsetzen. Und für an plus 1 muss ich eben, so wie man das eben macht, diese Zahl wird ja hier fürs n eingesetzt und deswegen habe ich jetzt hier eben 4 mal und da ist wichtig die Klammer, weil der 4er bezieht sich ja immer auf die Zahl, die hier eingesetzt wird und die Zahl ist in dem Fall jetzt der n plus 1. Daher bitte in Klammer setzen, das ist einer der Hauptfehler bei diesen Beweisen. So, und jetzt geht es wie immer, wir formen um, solange bis wir n auf eine Seite haben. Ich kann im ersten Schritt einmal plus 1 rechnen, dadurch fällt sowohl der minus 1er als auch der minus 1er einfach mal weg. Dann bleibt uns nur mal übrig, 4n ist kleiner gleich 4 mal n plus 1. Dann multipliziere ich die Klammer auf der rechten Seite aus. Dann haben wir 4n ist kleiner gleich 4n plus 1. Damit habe ich da einen Fehler eingebaut. Da sollte eigentlich
plus 4 stehen. So, 4n plus 4. Gut, dann rechne ich noch minus 4n einfach auf die andere Seite und dann bleibt übrig, 0 ist kleiner gleich 4. So, und das ist per se eine wahre Aussage und somit folgt daraus, dass auch die Grundaussage hier oben quasi richtig ist und damit ist die Folge streng monoton steigend. Warum streng monoton steigend jetzt eigentlich? Weil ich mir eigentlich das Gleiche auch wegdenken kann und ich sehe, der Beweis würde auch, wenn ich das gleich weglasse, immer richtig sein. Ja, 0 ist echt kleiner als 4. So. Definieren wir daher, eine Folge an heißt monoton steigend, wenn an immer kleiner gleich ist wie an plus 1. Genau das, was wir jetzt vorhin hatten, den Beweis. Und dann haben wir gesehen, es ist eigentlich nicht nur monoton steigend, sondern sogar streng monoton steigend. Ich werde das jetzt da nicht genauer mehr erklären. Das ist wie bei Folgen, wie bei Funktionen, da kennen wir uns aus. Also monoton fallend heißt einfach, dass die Zahlen folgen, dass die Werte, also die Folgenglieder abnehmen. Und streng monoton heißt einfach, dass es ein echt kleiner bzw. ein echt größer sein muss. Und generell sagt man, dass eine Folge jetzt eben streng monoton heißt, wenn sie eben entweder streng monoton steigend oder streng monoton fallend ist. Beziehungsweise sagt man, dass eine Folge monoton ist, wenn sie entweder monoton steigend oder monoton fallend ist. Gut, also ich gehe davon aus, dass das jetzt für euch da kein Problem ist, das zu verstehen, weil wir haben das bei Funktionswerten schon so oft gehabt und das ist für Folgen einfach genau das Gleiche. Warum? Weil wir ja im Kapitel 2 war das, glaube ich, schon gesehen haben, dass ich eine Folge ja einfach als eine Funktion f von den natürlichen Zahlen ohne 0 nach r betrachten kann und das n wird einfach auf mein Bildungsgesetz an abgebildet. Ja? Also diese Funktion und somit besitzt die Funktion auch wie immer die Möglichkeit, monoton zu sein. Gut, schauen wir uns noch ein paar Aufgaben an. Aufgabe 4, da habe ich eine Folge gegeben, n durch n plus 2. Wir sollen zuerst einmal überprüfen, ist die Folge, also vermuten wir überhaupt, dass sie monoton sein kann und dann sollen wir die Vermutung auch noch beweisen. Dazu rechne ich mir einfach wieder Folgenglieder aus. Erstes Folgenglied A1, ich setze die 1 ein, komme auf ein Drittel, das ist 0,3 periodisch. A2, da komme ich auf 0,5. Bei A3 komme ich auf 0,6. Das heißt, ich sehe eigentlich schon, das schaut nach streng monoton steigend aus. Rechne mir auch das A100 aus, komme auf 0,98, also auch wieder größer. Also meine Vermutung ist jetzt einmal, es ist streng monoton steigend. Und das muss ich jetzt wieder beweisen. Auch hier habe ich den Beweis wieder einfach nur mit monoton steigend geführt und man kann sich dann zum Schluss überlegen, ob das einfach auch funktioniert, wenn ich das gleich weglasse. Wir setzen wieder ein. Das Folgengesetz. Hier muss ich natürlich für n n plus 1 einsetzen. Das heißt, im Zähler habe ich n plus 1 stehen und im Nenner habe ich n plus 1 plus 2 stehen. Dadurch, dass das hier nicht multipliziert wird, kann ich die runden Klammern weglassen, weil es wird einfach nur der Zweier dazu addiert. Man kann aber theoretisch die Klammer auch schreiben und dann im nächsten Schritt auflösen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte. So, ich fasse jetzt da hier im Nenner noch zusammen. Also 1 plus 2 wird plus 3. Jetzt schaue ich mal, dass die Brüche verschwinden, das heißt verkreuzt ausmultiplizieren. Ich multipliziere n plus 2 auf die rechte Seite und n plus 3 auf die linke Seite. Hier bitte Klammerungen wieder unbedingt notwendig, n plus 3 Klammern und auch sowohl n plus 1 als auch die n plus 2, die dann nach rechts gekommen sind, Klammern. Dann einfach ausmultiplizieren, dann erhalte ich auf der linken Seite n² plus 3n und auf der rechten Seite n² plus 2n plus n plus 2. Dann kann ich auf der rechten Seite die 2n plus n noch auf 3n zusammenfassen. Jetzt sehe ich schon, es streicht sich das, das, das und das weg und es bleibt übrig, 0 ist kleiner gleich 2. Das ist eine wahre Aussage und ich sehe auch, ich kann theoretisch hier mir das gleich wieder wegdenken, würde die ganze Äquivalenzkette nicht stören, denn 0 ist auch echt kleiner als 2. Und daraus folgt, dass die Folge an streng monoton steigend ist. Gut, noch ein Beispiel. Da habe ich 6 mal 1 halb hoch n. Wir sollen wieder schauen, ob die Folge monoton ist und wenn ja, beweisen. Ich rechne mir wieder Folgenglieder aus.
Erstes Folgenglied ist 6 mal 1/2 hoch 1, also 6 mal 1/2, und das ist 3. Das zweite Folgenglied ist 6 mal 1/2 zum Quadrat. Wenn ich 1/2 quadriere, habe ich 1/4, und 6 mal 1/4 ist 1,5. A3 ist 6 mal 1/2 hoch 3, 1/2 hoch 3 ist 1/8, und 6 mal 1/8 ist 0,75. Also ich sehe, die Vermutung ist, das Ganze ist streng monoton fallend. Das hat man jetzt noch nicht. Das heißt, meine Vermutung ist, dass das Folgenglied an immer größer ist, und zwar echt größer ist, wie das nachfolgende Folgenglied. Das heißt, die Werte der Folgenglieder nehmen kontinuierlich ab. Wir beweisen das Ganze wieder. Auch hier mache ich es, dieses Mal mache ich es gleich wirklich streng. Ich zeige gleich von vornherein, dass es streng monoton fallend ist. Ich setze das Folgengesetz ein, links einfach 6 mal 1/2 hoch n, weil das ist ja an, und rechts muss ich für n plus 1 hier einsetzen, also habe ich 6 mal 1/2 hoch n plus 1. Ich kann gleich einmal die ganze Gleichung durch 6 dividieren, weil ich ja links und rechts den mal 6er habe, dann fällt der einfach weg, dann habe ich 1/2 hoch n ist größer als 1/2 hoch n plus 1. Und wenn ich hier so eine Folge habe, wo ich das n in Exponenten habe, und da sehe ich ja, ich habe hier die gleiche Basis, 1/2. Wir haben gelernt, ich kann Potenzen mit gleicher Basis dividieren. Also dividiere ich hier durch 1/2 hoch n. Warum? Weil das die kleinere, der kleinere Exponent ist. Da habe ich n und da habe ich n plus 1. Jetzt dividiere ich das. Wie werden Potenzen mit gleicher Basis dividiert? Indem wir die Exponenten subtrahieren. Das heißt, links habe ich n minus n, also habe ich 1/2 hoch 0. Und hier habe ich n plus 1 minus n, bleibt der 1er übrig. Wenn ich das jetzt noch ausrechne, 1/2 hoch 0, jede Zahl hoch 0 ist 1, also steht auf der linken Seite 1, und rechts 1/2 hoch 1 ist einfach 1/2, also 0,5 bleibt mir übrig. 1 ist größer als 1/2, das ist eine wahre Aussage, und somit ist hier das quasi die Ausgangszeile auch gezeigt, weil ich hier ja eine Äquivalenz habe. Und damit folgt daraus, dass die Folge an streng monoton fallend ist. Auch das bitte gehört fett. Gut, das war es auch schon zur Monotonie.